Und wir Menschen haben, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht wirklich die Wahl der Neutralität. Das heißt, wenn ich jetzt einen Entscheider sprechen möchte in der Telefonakquise beispielsweise und zu 99,9% werde ich erstmal an der Assistenz vorbei müssen, sozusagen vorbei in Anführungsstriche. Emotionen. Wir Menschen haben bei puncto Emotionen keine Wahl. Wir sind von ihnen durchdrungen, wir werden von ihnen beeinflusst. Bis zu 90, teilweise wissenschaftliche Studien zeigen, bis zu 95 oder 99% sind Emotionen verantwortlich dafür, welche Entscheidungen wir treffen, welche Menschen wir mögen, mit welchen Menschen wir Beziehungen präferieren und mit welchen Menschen nicht. Das heißt, in der Neukundengewinnung, wenn ich zum ersten Mal mit jemandem ins Telefongespräch gehe, dann werden Emotionen letztendlich entscheidend sein, ob ich mit dieser Person, mit der ich noch gar nicht kenne, Sympathien entwickle oder Antisympathien. Und wir Menschen haben, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht wirklich die Wahl der Neutralität. Das heißt, wenn ich jetzt einen Entscheider sprechen möchte in der Telefonakquise beispielsweise und zu 99,9% werde ich erstmal an der Assistenz vorbei müssen, sozusagen vorbei in Anführungsstriche, dann wird sich hier schon entscheiden, ob die Assistenz Sympathien für mich entwickelt, von Anfang an, von der ersten Sekunde an oder nicht. Und es wird keine Möglichkeit geben, hier neutral zu bleiben, da wir Menschen nun mal von Emotionen bestimmt werden. Ob wir das wollen oder nicht, ob uns das passt oder nicht. Das heißt, wichtig hier, und das ist der Tipp für die Neukundengewinnung und für die Telefonakquise insbesondere, ist es, wenn wir wissen, dass wir eigentlich nicht die Wahl haben, der Neutralität, sondern entweder das eine oder das andere, das heißt immer Sympathie oder Antisympathie, wir uns entscheiden oder sozusagen entwickeln im Verlauf des Kennenlernens einer neuen Person, dann ist es umso wichtiger zu verstehen und immer zu versuchen, die Sympathie natürlich zu entwickeln. Und das ist das Entscheidende, Sympathien aufzubauen mit Assistenzen und mit Vorzimmerdrachen sozusagen in Anführungsstrichen. Und sie sozusagen abzuholen, mit ins Boot zu nehmen und sich nicht sofort abwimmeln zu lassen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite keine Antisympathien aufzubauen oder nicht schon mit Antisympathie ins Gespräch zu gehen. Und ich habe da schon viele in meiner Laufbahn, schon viele Gespräche von Leuten gehört, die ich dann umgecoacht habe oder es zumindest versucht habe umzucoachen in Callcentern etc. pp., die es sich zum Männersport gemacht haben, sich mit Sekretärinnen und Assistentinnen anzulegen, das heißt, hier von Anfang an Antisympathie aufzubauen. Und das ist natürlich der falsche Weg. So, das war mein Tipp für heute zum Thema Telefonakquise und das Thema Vorzimmerdrachen sozusagen. Emotionen sind alles. Emotionen bestimmen unser Leben, unser Schicksal, wenn Sie so wollen. Und auch in der Telefonakquise bestimmen Sie den Verlauf und den Ausgang, den Erfolg oder den Misserfolg, wenn es darum geht, einen Neukunden zu gewinnen. So, das war's. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei, wenn es wieder heißt: Thomas Klein, Neukundenakquise, spezialisiert für die IT-Branche. Bis dann, abonniert den Kanal und Daumen hoch und lasst mir einfach mal ein Like da. Bis dann, ciao.